Hallo, hier ist der Dieter von Radio Ulmate. Wir sind heute wieder mal unterwegs, um eine geile Band zu treffen. Wir haben sie euch schon vorgestellt, vor ein paar Monaten mal. Wir haben heute gegenüber sitzen die Liane und den Jan von Lion Twin. Ihr kennt sie, ich habe das Album Nashville vorgestellt. Und die beiden mit ihrer Band, die treffen wir heute in Memmingen im Kaminwerk. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr seid Support für Axis. Wie viele Konzerte macht ihr jetzt mit Axis momentan? Also insgesamt 8. Heute ist der vierte. Stimmt's? Vierte. Heute ist der vierte Auftritt in der Menge, ja. Okay, macht es Spaß, mit Axis unterwegs zu sein oder demnächst mal eine eigene Headliner-Tour geplant bei euch beiden oder mit eurer Band? Oh, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Wir hatten ja vor einiger Zeit die Udo-Tour. Um das jetzt mit der Axis-Tour zu vergleichen, also es ist was ganz anderes. Also die Leute sind anders, das Publikum ist anders. Finden wir eigentlich sehr überraschend, dass es da so Unterschiede gibt. Es ist vor allem so, dass wir mit 3 Bands die Show machen. Wir sind der Opener und Three State Corner sind der Support und dann kommt eben Axis. Und das ist auch nochmal eine neue Erfahrung für uns, eben mit 3 Bands zu touren. Ja, okay, ich kenne das von Axis, habe schon mehrere Konzerte dort erlebt. Was macht den Unterschied aus zu Udo und zu Axis? Das würde mich jetzt interessieren. Anderes Publikum. Bei Udo ist das Publikum metaliger, die sind älter, die sind alle so im Schnitt zwischen ja, 30, 50, 60 sogar. Und bei Axis sind wesentlich mehr Frauen als bei Udo. Bei Udo waren es mehr Männer und das Publikum ist einfach jünger. Okay. Ja, man muss auch sagen, bei Udo war das Publikum auch näher dran. Also wir haben teilweise auch in kleineren Clubs gespielt und das Publikum war, wie Liane schon sagte, metaliger. Also auch, ich will nicht sagen euphorischer, aber näher an der Band. Und bei Axis sieht man, dass die Fans dann auch noch mehr zuhören, ja, und die Sache genießen. Bei Udo ist es dann mehr, wie wir immer so schön sagen, auf die Fresse. Stimmt. Ja, ihr seid ja jetzt eigentlich zum ersten Mal hier im Süden. Ich glaube, die Frage gestellt mal, wann kommt ihr denn hier in den Süden? Jetzt habt ihr es mit dieser Tour endlich geschafft. Seid nicht weit von Ulm weg. Wie gefällt euch der Süden? Oder habt ihr überhaupt schon was gesehen, außer hier den Parkplatz jetzt mit dem Bus? Nee, leider haben wir bisher nur den Parkplatz gesehen. Wir waren gestern in. Wo waren wir gestern? Also die Tour war gestern, glaube ich, in In Regensburg. Regensburg, genau. Genau, ich In weiß schon gar nicht Regensburg. mehr. Und das war ein wunderschöner Sommertag, kann man fast schon sagen. Also die ganzen, ne, alle von den Bands waren draußen, da war so eine Rampe vor dem Club. Und wir haben einfach nur in der Sonne gesessen und den Tag genossen. Und wir konnten auch noch spät abends draußen stehen. Das war wunderschön. Also. Und der Süden ist ja dann vor allem diese Ecke hier, glaube ich, auch Regensburg bekannt für besondere Biere, die man dann ja hier ganz gut dann auch Ja, trinken kann. wir sind hier in Bayern, klar. Ich glaube, die haben das Bierbrauen erfunden. Ich bin mir nicht sicher, aber egal. Tut nichts zur Sache. Wie ist so ein Tag bei euch, wenn ihr auf Tour seid? Du hast mir geschrieben, ihr fahrt hier mit dem Bus. Also ziemlich eng, ich sehe es jetzt selber. Bin ja jetzt selber drin hier. Wie gestaltet sich so ein Tag für euch als Band? Ja, also wir sind mit dem Nightliner unterwegs, das heißt, wir haben hier im Bus die Möglichkeit zu schlafen. In der Regel fahren wir dann auch nachts. Unser Fahrer fährt dann, wir schlafen. Also nach dem Konzert räumen wir alles ein, sitzen noch ein bisschen zusammen, gehen dann in unsere Kojen und der Bus fährt dann los. Wir merken da oftmals nichts von. Und wenn wir dann aufwachen, sind wir dann schon quasi beim nächsten Club. Da ist dann meistens, nee, eigentlich immer, dann auch schon Frühstück bereitet. Man trifft sich, die anderen Bands sind auch mit einem Doppeldecker unterwegs. Also Three State Corner und Axis sind zusammen in dem Bus. Ja, und dann heißt es warten, 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 bis man dann mit dem Soundcheck dran ist und bis man dann spielen kann. Okay, also doch irgendwo eine, trotz der Warterei, eine stressige Sache, wenn man so ein bisschen beengt lebt in der Zeit, oder ist das nicht so für euch, das Empfinden? Nö, bisher nicht. Also ist alles ziemlich relaxed. Nur jeder schläft so lange, wie er will. Keiner steht da mit der Uhr. Gut, wir haben unsere Zeiten, wann ist Soundcheck und so.
wer was essen will. Das gibt es halt auch zu bestimmten Zeiten nur. Aber sonst ist es also für mich ein bisschen wie Urlaub. Ja, so sehe ich das auch. Es ist einfach, es ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und wir sind auch froh, dass wir diese Chance haben, mit so einer großen Band wie Axis touren zu dürfen. Und wir genießen das einfach. So, kommen wir ein bisschen zum Musikalischen. Ihr habt das Album Nashville vorgestellt, wir haben es bei uns im Radio vorgestellt und ihr habt gesagt, so ein bisschen geschichtliche Hintergründe nehmt ihr immer für eure Titel. Ist das generell so? Ist das ein Credo von euch, generell irgendwelche Themen aus der Geschichte rauszugreifen oder kommt einem das beim, sage ich jetzt mal, Spazierengehen, ach, ich sehe da gerade was Interessantes, mach einen Titel drüber. Wie funktioniert das bei euch? Also alle Titel haben nicht diesen geschichtlichen Hintergrund, es sind ein paar. Und du hast recht, es hat mehr damit zu tun, dass einer eine Idee hat und an der dann arbeitet. Und so entsteht dann ein Thema, wie beispielsweise Day of Anger oder Eco Warrior. Musikalisch gesehen ist das Album, ich fand's toll. Gibt es in nächster Zeit wieder was Neues von euch? Arbeitet ihr an neuem Album, an neuen Titeln? Also die CD ist ja erst im November veröffentlicht worden. Die erste Tour hatten wir im Februar, März. Jetzt haben wir die nächste im April. Wenn wir dann zu Hause sind, gucken wir erstmal, was mit Festivals ist, wo wir noch unterkommen können. Und ich denke mal, Ende des Jahres gehen wir dann in die Planung, was mit der zweiten CD ist. Du sprichst es gerade an. Festivals, habt ihr schon was Festes jetzt für dieses Jahr, wo ihr sagt, okay, da sind wir dabei? Ja, das ist ein bisschen schwierig, dadurch, dass die CD erst im Ende November erschienen ist, ist die Planung mit den Festivals fürs nächste Jahr natürlich schon durch. Mhm. Also wenn wir jetzt noch irgendwie unterkommen, haben wir Glück, würde ich sagen. Ja, wir stehen in Verhandlungen, aber man kann da leider noch nichts zu sagen. Wir sind einfach zu spät gewesen. Hoffen natürlich jetzt auch aufgrund der beiden Touren, das Album läuft auch ganz gut, dass wir dann 2015 auf einigen Festivals spielen können. Aber wir hoffen, dass wir in diesem Jahr auf jeden Fall im Sommer das ein oder andere Festival noch bekommen. Das wäre wirklich super. Gut, das war jetzt schon so ein Punkt, was ich fragen wollte, was habt ihr so für die Zukunft geplant? Okay, ihr habt gesagt, ihr seid jetzt ein bisschen zu spät dran gewesen. Was sind so die längerfristigen Planungen, die ihr mit Lion Twin so habt? Ja, auf jeden Fall ein zweites Album, an dem wir immer mal wieder, wenn wir Zeit haben, arbeiten in der Form, dass wir unsere Ideen, wie auch immer, aufschreiben, aufnehmen. Irgendwann wird das alles zusammenfließen. Natürlich gigantisch wäre eine eigene Headliner-Tour. Ja, ich glaube aber, das dauert noch ein bisschen. Soweit sind wir einfach noch nicht. Ja. Die Band gibt es ja auch noch nicht so lange. Gut, wir sind vielen voraus, muss man ganz klar sagen. Ich denke mal, es gibt es nicht oft, eine CD zu veröffentlichen als Newcomer, ein Debütalbum und dann direkt so zwei große Touren zu kriegen, nah beieinander. Ich denke mal, wir haben da 5, 6 Jahre übersprungen und wir gucken mal einfach, was kommt. Also wir sind für alles offen. Also was ganz, ganz schön war, dass wir so oft in den Zeitungen gestanden haben. Also wir haben sehr, sehr viele Rezensionen gehabt, größtenteils positiv. Wir haben Interviews gehabt, wir haben sogar einmal einen richtigen Poster gehabt. Also der Name Lion Twin ist, sag ich mal, in den letzten 3, 4 Monaten ganz gut durch die Branche gegangen, durch das Metal-Genre. Und nicht zuletzt auch dann durch euch, dass wir mit euch das Interview führen durften, dass ihr das Album gespielt habt. Das sind alles so Mosaiksteinchen, die dann zum großen und großen Ganzen werden. Und wir freuen uns immer wieder, wenn dann Menschen wie ihr auf uns zukommen und sagen, wir finden euch toll, lass mal was machen, wir unterstützen euch. Das braucht eine junge Band. Ne, das war jetzt auch von unserer Seite aus klar, ihr kommt hier in den Süden, wir hatten die Karten eh schon relativ lange vorbestellen. Okay, super, Lion Twin kommt, dann können wir endlich mal persönlich was machen. Ich finde es halt toll. Ich finde es halt echt toll, euch mal persönlich kennenzulernen. Weil klar, wir haben ein paar Mal telefoniert, wir beide. Liane, dich kenne ich nur vom Schreiben. Jetzt mal ganz kurzfristig hin und her geschrieben. Ja, kommt ihr nicht? Klar kommen wir. Und wir sind natürlich auch immer interessiert, dass wir jungen Bands ein bisschen so eine Bühne liefert, wo sie sich zeigen und vorstellen können. Ja, finde ich ganz wichtig. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Was man vielleicht jetzt noch zu dieser Tour sagen sollte, es ist eine sehr, sehr interessante Mischung.
Axis, den Sound kennt man. Three State Corner, die machen Metal mit einer Bouzouki, das ist ein griechisches Saiteninstrument. Da kommt so ein Tack Weltmusik mit rein, ja, ohne dass es aber aufgesetzt klingt. Und wir dann mit unserem 80er-Jahre-Metal, der natürlich mit so ein bisschen moderne Akzente hat, genau, da aber schon mit drin. Ja, klar. Genau, ja, und das ist schon spannend. Also werdet ihr ja heute Abend sehen. Ja, bin ich mal gespannt, was unsere Hörer heute hier in der Halle sagen. Und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Habt ihr irgendwas zu sagen? Habt ihr einen Wunsch für euch, so für eure musikalische Zukunft? Ja, wir hoffen, dass es so weitergeht, natürlich. Wir sind bisher ziemlich erfolgreich und es wäre schön, wenn es immer weiter nach oben geht. Klar. Also ich sage jetzt das erste Mal Dankeschön an euch beide. Ja, wir danken. Es hat mir jetzt so richtig Spaß gemacht hier mit euch. Und wir wünschen euch natürlich von Radio Ulmate viel, viel Erfolg. Dankeschön. Jetzt auf dieser Tour und für alles, was ihr so weiter plant. Vielen, vielen Dank. Toi, toi, toi. Danke. Danke, Dieter.